Wir sind die Kommission Zukunft, Hotellerie und Gastronomie Heidadorf aus Fischbertärbelen. Ich bin der Jörg. Ich bin der Niklaus, der Gemeindepräsident. Ich bin der Dani von der Otto Factory. Und ich bin der Alfons. Ja, wie ein Häufenbergdörfer ist euch hier oben an Weisch im Heidadorf die Hotellerie und Gastronomie in die Abwärtsspirale geraten. Und so stehen jetzt euch schon Lokale leer und die Betriebe sind geschlossen worden. Das Ziel von unserem Projekt ist, die veralteten Hotel und Restaurant in moderne Betriebe umzuwandeln, die den heutigen Standards entsprechen. Natürlich soll das nachher auch wieder ein Treffpunkt sein für die Dorfbevölkerung und unsere Gäste. Natürlich wollen wir euch diese ausgezeichneten Produkte vom Heidadorf, wie der Heida Wein und euer Heida Raclette-Käse, in Szene setzen. Das Besondere an unserem Projekt: Wir fahren einen ganzheitlichen Ansatz, um das Denken in Silos aufzubrechen. Anstatt die Hotel- und Gastrobetriebe im Dorf einzeln zu verbessern, betrachten wir das Dorf als Ganzes. Unsere Strategie baut auf 3 Säulen auf. Als Erstes werden wir die 3 Hotel- und Gastrobetriebe zusammenführen, organisatorisch und rechtlich, damit wir auf eine kritische Grenze kommen. Und zum Zweiten wird man pro einzelne Lokation neue, aber aufeinander abgestimmte Konzepte entwickeln. Durch die Boutique-Philosophie schaffen wir ein einzigartiges Erlebnis und können zudem noch Synergien nutzen. Und zum Schluss werden wir natürlich kräftig investieren, damit wir den aktuellen Investitionsstau aufheben können. Wir sind zurzeit dran, mit der Gemeinde und der Bevölkerung Aktien zu sammeln. Und von 3 Millionen haben wir schon 1 Million zusammen. Mit der Strategie von Zusammenschluss, neue Konzepte und investieren soll aus diesen 3 defizitären Kleinstbetrieben ein profitabler Kleinbetrieb werden. Der Hotel Innovation Award zu gewinnen, das wäre höher gut. Das würde uns natürlich auch helfen, um Investoren zu überzeugen. Und wir hätten natürlich auch eine grosse Ausstrahlkraft auf andere Gemeinden, auf andere Bergdörfer, die in einer ähnlichen Situation sind. Und dass eine Gemeindekommission so einen Award würde gewinnen, das hat es noch nie gegeben. Das wäre einfach höher gut. Gib mal die Butze.